Hallo, ich bin Sebastian von Nardes Travel und das ist meine linke Hand. Heute geht es um Augen. Zweiter Teil der kleinen Reihe zum Gesicht, ganz einfach zeichnen lernen. Und danke für die vielen, vielen Anregungen, die wir auf den ersten Teil bekommen haben. Das Wichtigste am Gesicht aber ist nun mal das Auge. Ihr könnt eigentlich alles andere, naja, nicht falsch machen, aber ihr könnt alles andere fast weglassen. Was sehe ich in den Kursen an Augen normalerweise? Das sieht üblicherweise so aus, also Anfänger. Ne? Auge riesig aufgerissen, die Iris nicht ganz rund, sondern eher so eine ganz komische Bohnenform und dann solche Spaghetti-Wimpern drauf. Und weil wir da alle weg wollen, lernen wir das jetzt ganz simpel an ganz einfachen Tipps oder Regeln, wie man ein Auge zeichnet. Hier ist unsere Vorlage. Wir werden einmal ein etwas jüngeres Auge zeichnen und dann auch ein etwas älteres. Jetzt ein perfektes Auge. Was zeichnet ein perfektes Auge aus? Da gibt es ein paar ganz einfache Regeln. Erstens, das Auge ist nicht einfach nur so eine blöde Linsenform, sondern das Auge ist eigentlich viel eleganter geformt als nur so eine doofe Linse. Etwa so. Je nachdem, was für ein Auge wir vor uns haben. Aber ihr seht, hier, das ist eine ganz elegante, geschwungene Form. So, dann geht sie hier hinten über die Wimpern wieder ganz sanft geschwungen runter. Steht sogar fast ein bisschen schräg, das Auge. Ist also nicht einfach nur gerade in dem Fall, sondern er bewegt sich an der linken Stelle ein bisschen hoch nochmal. So, das ist die Grundform. Tipp Nummer 2, zeichnet die Pupille und die Iris außenrum erstmal als Kreis dort hinein. Runder Kreis, denn wenn ihr das nur unter das Lid zeichnet hinterher, dann wird euch das unter Umständen irgendwie unförmig und dann ist das nicht mehr komplett rund. Also als Kreis das jetzt hier hineinzeichnen und in diesen Kreis hinein auch wieder perfekt genau in die Mitte eure Pupille. So, das ist ganz wichtig. Das sollte nicht verrutscht sein, das sollte genau perfekt rund sein. Und das ist Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, sorgt dafür, dass das Lid, außer eure Person ist wirklich fürchterlich erschrocken oder gerade im Sturz, im Fall begriffen, das Lid hängt sauber hier über eure Iris im Normalfall drüber. Ja, es ist auf keinen Fall so, wie hier oben kurz gezeigt beim Anfängerbild, dass das Auge hier meterweit über der Iris oben und unten steht. Das ist nicht der Fall, sondern normalerweise hängt das hier drüber und je weniger ausgeschlafen die Person ist, umso weiter wird es drüber hängen. Dann der nächste Tipp, achtet auf die Lider. Hier oben sitzt also ein Lid, da oben drüber. Ich zeichne mal die Lidfalte. Und auch hier unten drunter sitzt ein Lid, nur wirft das eben keine Falte, aber es gibt hier genauso ein Lid. Das zeichnet sich durch einen Schatten hier aus. Na? So, also ganz wichtig, Tipp, lasst immer euer Lid über das Auge drüber hängen. Dann achtet auf die Tränendrüse hier. Hier am Rand des Auges ist noch mal eine Drüse und achtet auf Licht und Schatten. Guckt mal, wie viel Grau hier drin ist. Hier ist fast überhaupt kein Weiß in diesem Bereich. Ist eigentlich alles grau. Ihr werdet feststellen, wenn wir gleich fertig sind, dass eigentlich der einzige weiße Teil im Auge ist die Glanzstelle oben oder wo immer die Glanzstelle sitzt. Denn das ist wirklich hell und weiß. Alles andere hat einen Grauton. Und ganz wichtig, da wo das Lid über das Auge ragt, nämlich hier, da wirft das Lid einen Schatten auf das Auge. Ich zeichne das hier mal ein. Ich hoffe, ihr seht das gut. Hier wirft das Lid einen Schatten auf das Auge. Das Lid sitzt oben drüber, also hier quasi ist die Lidfalte und wirft diesen Schatten auf das Auge. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn man sich es von der Seite überlegt. Von der Seite ragen die Lider eben hier über den Augapfel drüber.
hier unten auch, damit sie auf und zu gehen können. Da sitzen die Wimpern und dementsprechend wirft natürlich dieser Balkon hier, den es hier gibt, einen massiven Schatten. Nächstes wichtiges Detail, die Augenbraue. Die Augenbraue ist ein wichtiger Teil des Auges hier oben, weil die Augenbraue dem Auge hilft, Ausdruck zu bekommen. Zeigt auch ein bisschen, ist es ein Mann, ist es eine Frau. Ihr seht, wie schön die hier geschwungen ist. Also Augenbraue beachten und ganz wichtig, klassischer Anfängerfehler ist, dass ihr die zu nah ans Auge hinrutscht. Lasst genügend Platz zwischen dem Auge und der Augenbraue. Dann noch diesen Reflex im Auge gut planen. Also hier sitzt er in der Pupille, der kann aber auch irgendwo anders sitzen. Pupille ist deswegen ganz praktisch, weil natürlich das ist der dunkelste Teil des Auges. Und weil es der dunkelste Teil des Auges ist, sieht natürlich dieser Reflex auch besonders dramatisch aus, wenn er jetzt in diesem dunklen Teil des Auges sitzt. Und dann können wir auch schon ein bisschen die Iris eintönen. Die hat ja so ein unfassbar schönes Muster. Das setzen wir hier jetzt oder imitieren wir einfach durch die Striche, die sternförmig von der Mitte weggehen. Und dann seht ihr, dass es hier am Rand ein bisschen dunkler ist. Auch das kann man einmal imitieren. So, und schon wird es realistischer. Ganz wichtig jetzt auch, man sieht auch das hier in der Vorlage, weil der Augapfel ja nun mal ein Ball ist, ich zeichne den mal hier oben drüber, liegt, wenn das Licht von oben kommt, hier ein Schatten unten drauf. Das heißt, auch hier unten ist es schattig. Ich übertreibe das natürlich, also ganz so dunkel ist es in meinem Vorbild nicht, aber ich will ja, dass ihr seht, was ich hier tue und deswegen mache ich einen ganz ordentlichen Schatten da drauf. Und auch das seht ihr, da wo es links und rechts wieder verschwindet, wo der Ball sich also quasi nach hinten wölbt, auch da wird es dunkler. Und je weiter das Auge nach vorne zu sehen ist, umso heller wird es. Also auch hier Dunkelheit, hier in der Ecke Dunkelheit und nach vorne hin wird es heller. So, jetzt haben wir von der Plastizität her, wenn man jetzt hier das Lid noch ein bisschen stehen lässt und hier eine Dunkelheit drunter setzt, mache ich jetzt auch nochmal, damit ihr seht, wie hier unten dieses Treppchen vom unteren Lid, also dieser Teil hier, wunderbar hell ist, weil da natürlich das Licht drauf fällt von oben. So. Und das Gleiche ist ja da oben auch. Hier oben ist dann sozusagen das Oberlid, das etwas dunkler ist als der obere Teil des Lides. Und jetzt haben wir schon eine ganz gute Grundform. Wir haben also an die runde Iris gedacht. Wir haben eine toll geschwungene Augenbraue, wo ich jetzt einfach mal schon ein paar Haare reinzeichne. Im Detail machen wir das nachher, aber mal eben kurz angedeutet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine einzige Sache und das ist, sind die Wimpern. Und hier der letzte Tipp: Macht bloß keine Spaghetti-Wimpern. Also macht niemals das hier, sondern zeichnet die Wimpern so ein, dass sie organisch wirken. Die sitzen nicht hier hinten an, da, sondern die sitzen hier vorne an. Das heißt also, ihr müsst ein Stückchen Abstand lassen und dann könnt ihr hier Wimpern setzen. Ich mache die bewusst erstmal sehr unregelmäßig und eher flächig fast schon. Ich zeichne hinterher dann noch ein paar einzelne Wimpern hinein, aber jetzt geht es zunächst mal erstmal darum, hier ein paar Wimpern anzusetzen, unregelmäßig. Und auf der drüberen Seite wölben sie sich nach links hoch und auf der rechten Seite, weil die Perspektive sich ja verändert, wölben sie sich nach rechts hoch. Darauf achten, das macht es dann realistisch, hier nach links hoch und dann nach rechts hoch. Und unten genauso an der Kante ansetzen, nicht innen am Auge, sondern an der Kante ansetzen und Wimper für Wimper hier zeichnen. Die stehen unregelmäßig, die sind unregelmäßig lang. Versuch gar nicht erst, hier lauter gleiche Wimpern zu machen. Das gibt es in der Natur nicht, sondern die sind komplett unterschiedlich. Und jetzt kann ich anfangen, die Details dieses Auges zu zeichnen. Nehme dafür noch mal ein bisschen spitzer, damit das etwas präziser aussieht. Gucke mir mein Original noch mal an und fange jetzt an, hier auch zu schattieren und Details einzubringen.
Dabei könnt ihr zusehen, an den Regeln ändert sich jetzt nicht mehr Wesentliches. Ich verstärke nur meine Dunkelheiten. Und da, wo es vielleicht ein bisschen unebenmäßig geworden ist oder so, gehe ich nochmal herein und helfe nochmal nach, sodass das dann hinterher alles sehr ordentlich und realistisch aussieht. So, dann kann ich hier ein paar dieser Schatten hier noch, um das Auge realistischer zu machen, ein paar dieser Schatten einzeichnen, muss dann auch auf Licht und Schatten achten. Das heißt, muss es hier unten um die Tränendrüse drum etwas heller werden lassen wieder, damit dieser Effekt entsteht, dass die Tränendrüse eben hervortritt. Und da, wo es zur Nasenwurzel hingeht, da kann ich es wieder etwas dunkler machen. Verreibe das manchmal so ein bisschen, das Graphit, dann wird es etwas organischer. Wenn ihr schraffiert, denkt dran, dass ihr versucht, nicht unbedingt direkt gegen eure Vorlage zu schraffieren, sondern versucht ein bisschen eure Schraffur mit dem Gegenstand zu ziehen, den ihr schraffiert. Also nicht gegen den Gegenstand. Wenn ihr also den Augapfel hier an den Seiten noch ein bisschen dunkler machen wollt, dann versucht der Form des Augapfels hier zu folgen. Das macht es viel naturalistischer, realistischer, was ihr hier zeichnet. Ihr könnt ruhig immer hier auch ein bisschen übertreiben. Das schadet überhaupt nicht. Besser als man sieht nicht, was ihr hier wollt, wenn ihr ein bisschen übertreibt. So schaut's aus. Und was unterscheidet jetzt das Frauen- und das junge Auge von einem etwas älteren Auge? Das gucken wir uns auch gleich an. Also, was unterscheidet die älteren Augen von den etwas jüngeren? Ich mache jetzt hier mal nur eine Strichzeichnung, aber ihr sollt trotzdem sehen, wo die wesentlichen Unterschiede liegen. Also, wir haben das Gleiche eigentlich wie vorher. Wir haben ein Lid, wir haben eine ganz, ganz runde Iris. Da drin haben wir eine Pupille liegen, die ebenfalls rund sein sollte. Und darunter liegt ein Unterlid. Und damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Wir sehen hier, dass praktisch keine Augenbrauen mehr da sind. Das ist mit dem Alter sicherlich so gekommen. Wir haben also nur noch ein paar Haare und wir haben die Haut, die hier oben eigentlich schon bei den Augenbrauen anfängt, nicht mehr so schön rund gestaltet und plastisch wie hier oben und straff, sondern die hängt jetzt hier unten in das Auge rein. Heißt, die Haut liegt noch weiter über der Iris und über der Pupille, etwa hier. Das Auge wirkt dadurch schon fast schläfrig. Das ist also, die Pupille ist zur Hälfte überdeckt von diesem Lid. Und von dem Lid ist auch nicht mehr viel zu sehen, weil hier oben, man sieht es ganz gut hier, hängt eigentlich schon ein Hautlappen drüber. Und hier unten, das ist sehr rund geworden da. Das gibt also nicht mehr so eine klare Kante hier. Das Auge wirkt auch ein bisschen schlitziger. Und auch hinten die Tränendrüse ist schmaler und schlitziger. Und hier läuft es dann runter. Ich habe trotzdem noch diesen Bogen der Augenhöhle hier, aber hier oben sind dann nur noch so ein paar wenige Härchen und eigentlich keine tolle Augenbraue mehr. Und dann auch ganz typisch, natürlich deutliche Tränensäcke hier drunter. Das kann man also wirklich sagen, hier gibt es eine Linie, da gibt es nochmal eine Linie, gibt es nochmal eine Linie. Und hier in der Ecke laufen die verschiedenen Falten dann auch wieder heraus. Das Gleiche gilt wie vorhin gesagt, wir haben innen drin im Auge eigentlich nirgendwo ein richtiges Weiß. Das ist bei älteren Herrschaften erst recht so, sondern eigentlich ganz, ganz viel Grau. Und er hat nun ganz helle Augen, blaue Augen. Die wirken also insgesamt etwas heller wie die braunen von vorhin. Das heißt, der Kontrast zwischen der umgebenden Farbigkeit und dieser Pupille hier ist deutlich höher. Der Glanzfleck ist kleiner, den sparen wir uns jetzt hier oben aus. Aber ansonsten haben wir auch hier ein ordentliches Schwarz. Dann müssen wir hier oben jetzt die Kante vom Unterlid etwas faken. Das heißt, wir lassen jetzt hier einfach einen weißen Rand stehen nach oben. Und hier gibt es dann nochmal ganz, ganz deutliche Falten, die hier einen Schatten nach unten werfen. Und dann kann man natürlich da drüber jetzt auch die
die nächste Hautschicht sozusagen markieren. Das läuft hier. Und hier ist es genauso wie bei uns oben. Hier ist ein sehr deutlicher Schatten zum Nasenbein hin. Also ihr seht, ist alles viel weniger offen, viel weniger straff und hell, sondern eher eben etwas müde, mit vielen Falten. Was ich über Licht und Schatten gesagt habe, gilt aber hier genauso. So, das war's zum Thema Auge. Und bevor ich es vergesse, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Darüber freuen wir uns immer. Und wenn ihr Anregungen oder Ideen habt für neue Themen, andere Themen für Tutorials, dann schreibt es uns unten in die Bemerkungen. Das war's. Ich hoffe, euch gelingen jetzt prima Augen. Und ich freue mich aufs nächste Mal in unserer kleinen Reihe ganz einfach zeichnen lernen, das Gesicht. Das war der Teil Auge. Tschüss, euer Sebastian und seine linke Hand.